Da sind irgend so Leute. Oh fuck. Kann ich hier im Mais bleiben? Sieht er mich hier? Lol, da geht's nicht durch. Durch diese Maiskolben geht's nicht durch. Ehrenlose Scheiße, Alter. Okay, bringt jetzt auch nichts weiter wegzugehen, glaube ich. Ich glaube, wenn die wollen, können die ziemlich schnell loslatzen, ne? Hey, die sind ja im Auto, was soll ich machen? Okay, komm ich hier durch? Ich komme hier noch nicht mal durch, Alter. Ist hier einer im Auto? Nee, ne? Warte nicht. Alter, wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft? Okay, gut. Nicht mehr viel Benzin. Jetzt waren wir nicht bei dem Haus. Jetzt waren wir nicht bei dem Haus. Das ist ein bisschen ärgerlich. Bin ich am Überlegen? Ach, du gehst mir und sagst. Ah, ist ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, ob wir nicht hätten noch zu dem Haus gehen sollen. Ich habe gerade das Gefühl. Wir haben übrigens noch nicht das letzte Kapitel entdeckt, ne? Sind die da weg? Ich guck mal eben was nach. Ich guck mal eben was nach. Ich kann nicht mit gutem Gewissen jetzt hier abhauen. Wir will nicht wissen, ob es da noch was gibt. Ah, guck mal, die sind jetzt auch weg. Die sind jetzt auch weg, das heißt, wir können ganz gemütlich. Waren da blaue Blitze gerade? Zu dem Haus gehen. Oder kommt das Haus gleich, wenn wir die Straße weiter lang fahren? Das kann auch sein, ne? Dass sie so einen riesen Rechtsknick durchmacht. Nee. Ich glaube. Oh nein. Mach doch nicht diesen jetzt. Bro. Jetzt mach bitte nicht diesen. Nee. Das war wohl nix. Glaube ich. Ne, da geht's nicht hoch. Das haben die schön dicht gemacht. Oh nein. Finde ich jetzt jemand zum Auto zurück? Ja, oder da der Weg? Ich meine, wo sind die Leute hergekommen? Die müssen ja von dem Haus gekommen sein, oder? Der hat halt gerade echt wenig Ausdauer, der Dude. Ich laufe nochmal den Zaun in die Richtung. Wir sind kurz vor dem Haus, kann nicht sein, dass wir da nicht hinkommen. Dass wir aber auch keine Taschenlampe haben. Wie primitiv! Wann wird's ja eigentlich Tag? Na, du Sir, der hat sonst nichts Besseres zu tun. Der muss unbedingt Wege in fremde Häuser reinfinden, weißt du? Weil er mal gucken möchte. Er will mal gucken, ob er reinkommt. Einfach nur mal gucken. Dumme Idee. Mann! Okay, gut, hier geht's tatsächlich nicht lang. Ich vermute mal. Entweder ist das einfach nur Deko gewesen, das Haus, um die Leute zu erklären. Oder wir kommen da noch rein. Ich hoffe, wir kommen da noch rein. Aber wir haben noch kein weiteres Item gefunden für das nächste Level. Oder ist das Ende? Ich meine, die müssen jetzt nicht zwingend 6 Levels gemacht haben, ne? 6, habe ich 6 Levels gesagt? Darf ich mal jemand gerade steinigen? Oh mein Gott. Ja, okay, gut. Das war ein Schuss in den Ofen. Wir fahren weiter. Was war das denn? Ist gerade irgendein Monster aufs Auto draufgesprungen? I have to close the door. Na dann. Wir fahren.
Wir müssen tanken, Leute. Eigentlich müssen wir jetzt zurückfahren, weil ne, die Tanke war ja hinter uns. Aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wenn wir geradeaus fahren, dass wir auch zur Tanke kommen. Wir können auch schön mittig fahren, die Straße gehört uns. Wir sind der König der Straßen, der König des Asphaltes. Und wenn wir zu weit links fahren, dann knallt es. Ich finde es cool gemacht, dass du selber fahren kannst. Ich finde es auch cool, dass du dich so umgucken kannst beim Fahren. Ist echt entspannt gemacht. Gut, mal fährt ein bisschen langsam. Wahrscheinlich Mittel zum Zweck hier. Dass du schön genießen kannst und die Schocker schön mitnehmen kannst. Ja, ein Tick schneller hätte es trotzdem sein können. Das ist halt echt schon abartig langsam. Aber machbar. Oh, was haben wir da? Ah, das Café, Leute. Wir sind wieder da. Wir fahren die ganze Nacht einfach nur im Kreis, ne? Die ganze liebe Nacht fahren wir im Kreis. Natürlich. Oh. Gucken, wo jetzt die Tank ist. Ah, wieder auf der rechten Seite. Der schön hell beleuchtete Stein. Ich habe ihn vermisst. Da fahre ich, glaube ich, demnächst mal rein. Jetzt ist der Wagen auch noch abgekackt, Leute. Was ist das bitte für eine Gurke, mit der wir hier unterwegs sind? Ja? Was ist das bitte für eine Gurke? Alles klar. So, weiter geht's nicht. Du gehst mir ein bisschen auf den... Ne? Auf mein Anus. Ist halt jetzt in der Tat die ganze Zeit eine... Muss ich den Tank, den Dude jetzt fragen, ob ich tanken darf? Hey, darf ich tanken? Du Scheiße. Jetzt suchen die uns. Das sind zwei, das sind Brüder, Alter. Die suchen uns jetzt. Oh, das ist ja krass. Oh mein Gott. Finally, I can continue on my way. I hope the road is open. If not, I'll have to find a detour. Ich muss den Umweg fahren. Ja, aber wir kennen jetzt den Umweg nicht, ne? Wir kennen den Weg jetzt nicht. Was mache ich denn jetzt? Kreuzung. Der hat ja gesagt, nee, da ist Werkstatt. Immer geradeaus bis zum Bahngleis links, da ist aber der Zug. Das heißt, wir müssen ja theoretisch hier lang, ne? Das ist ja der andere Weg. Der einzige andere Weg. So in der Theory. Haben wir jetzt überhaupt bezahlt? Ich habe gar kein... Als ob ich Geld dabei habe. Boah, ich bin so gespannt, wo wir jetzt ankommen. Vor allem bin ich gespannt, ob uns die Brüder jetzt gleich finden und hinterherfahren. Okay, wird's grün? Hatten wir grün schon? Ich glaube, das Spiel arbeitet auch sehr viel mit Farben. Aha. Also ich würde sagen, dass wir hier noch... Ja, wobei. Ich glaube, hier sind wir lang gefahren, als wir hergekommen sind. Würde ich jetzt fast behaupten. Warum haben wir eigentlich immer die ganze Zeit Blaulicht? Hä, hey, wir sind bei den Bahngleisen? It seems like a long time. We have to find another way. Okay. Immer geradeaus, dann zu den Bahngleisen, da links. Jetzt sind wir halt direkt abgebogen.
Und trotzdem war da... Hä? Dann fahren wir jetzt geradeaus. Weil rechts war ja die Werkstatt. So in der Theorie, wenn sich jetzt natürlich alles wieder geändert hat, ist das blöd. Sofern ich die Kreuzung überhaupt sehe. Es ist so dunkel. Es ist so abartig dunkel. Wie kann es sein, dass die ganze Zeit schneit? Hä? Wir sind beim Café. Die Kreuzung ist weg. LOL, ey, Brainfuck, Alter. Einfach Brainfuck. Das heißt, wir fahren jetzt geradeaus. Ist das geil, Alter. Ist das geil. Gucken, wo es hier hingeht. Aber ich bin der festen Überzeugung, geradeaus war Bahngleise. Aber nee, das ist anders tatsächlich. Das ist kind of anders. Ein wenig different. Mensch, da kommt man so richtig schon in weihnachtliche Stimmung. Wenn wir jetzt nach Santa Claus überfahren, ist der Tag gerettet. Also hier waren wir definitiv noch nie. Wow, was eine Kurve, was eine Kurve, Alter. Da müssen sie doch ein Schild aufstellen. Achtung, scharfe Kurve oder nur 10 km/h fahren. Keine Ahnung. Oder ist hier Blitzeis gerade? Dass wir so am Schlittern waren. Kommt halt nirgendwo an, ne? Oh nein. Das sind die, ne? Ich glaube, das sind die Gebrüder, die uns suchen. Soll ich jetzt lieber stoppen oder soll ich... Ja, aber die wissen ja nicht, dass wir das waren, oder? Oh, die haben eine Panne. Ich fahr einfach. I think I fell asleep again. Nette? Nein, ich habe keine Familie überfahren. Ach, Quatsch. Oh, fuck. Okay, gut. Wir dürfen. Ich wollte. Ey, ich habe da keinen Bock drauf, da auszusteigen. Okay, aber wir müssen anscheinend anhalten. Jehi. War ja zum Glück bloß 3 Meter, ne? Let's do this. Das ist echt cool gemacht. Diese Modularität. So, wir sind auf jeden Fall wieder auf dem richtigen Weg. Zum Glück ist das nicht random, sondern fix. Bin ich schon mal sehr, sehr froh drüber. Wow, 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 wow. Ich glaube tatsächlich, dass hier glatter ist und dass sie deswegen gegen den Baum gesammelt sind. Kommen die jetzt nochmal? Können wir denen nochmal helfen? Können wir die nochmal umfahren? Ist das eine Finte? Aber ich glaube, es war eine Frau, ne? Und der hat ja gesagt, die Gebrüder suchen dich. Oder suchen jemanden. Aber die wissen ja nicht, wer es war. Rein vom Prinzip her wissen die nicht, wer es war. Das heißt, wir können ja theoretisch sagen, ich weiß von nichts. Außer die gucken sich natürlich unseren Generator an. Dann wissen die, dass das ihre war. Aber warum sollen die in unser Auto reingucken? Weil sie sehen wollen. Weil sie es sehen wollen. Aber es ist nur eine Frau, glaube ich. Scheiße. Okay, komm, wir steigen aus. Keine gute Idee. Absolut nicht. Absolut keine gute Idee. Hallo, Lady. Are you all right?
pickup truck whizzed by and dropped the refrigerator. I tried to dodge it and crashed into a tree. Can you give me a ride to the nearest phone? Yes, of course. Get in the car. Oh nein! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nein. Ja, anscheinend ja. Die Puppe ihrer Tochter. Wo ist denn ihre Tochter, wenn ich mal fragen darf? Ist sie weg? Ah ne, hä? Sie war aber gerade weg, ne? What are you doing here so late? Das frage ich mich allerdings auch. I was treated in a town nearby. My husband was supposed to pick me up, but he was very busy on the road. I bought a doll for my daughter so she wouldn't be so bored at home while I was in treatment. Moment, ist das? Ist das? Ist sie schwanger? Ist das entweder unsere Frau? Weil sie hat ja gesagt, ihr Mann arbeitet voll lange. Ist das entweder unsere Frau? Oder ist das die von dem im Krankenhaus, die das Kind entbindet? Ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Können wir jetzt einfach weiter geradeaus fahren oder ist das dann scheiße? Ich fahre einfach weiter. Hast du Pech, Olle? Ich habe nämlich noch was zu tun. Da geht es auch zur Tankstelle, wetten. Alle Wege führen nach Tankstelle. Hier in dem Spiel nicht nach Rom, sondern nach Tankstelle. Oder wie man in Nordrhein-Westfalen sagt, alle Wege führen nach Köln. Egal, wohin du fährst. Hat die nur Schmerzen? Ich wurde behandelt. Ich wurde behandelt. Aber mein Mann hat viel zu tun, deswegen ist sie, weiß ich nicht. Noch ist sie da. Oh Gott. Sorry. Auch was gegen Baum gesammelt. Ich glaube, ich fahre sie nicht zur Tankstelle, ne? Ich glaube, hier geht's eiskalt weiter. Ich weiß es gerade nicht. Die Tankstelle. Oh nein. Wir hängen in einer endlosen Zeitschleife. Egal, wo wir langfahren, wir kommen zur Tankstelle. Jetzt zahlt mir eigentlich den ganzen Spritgeld. Die sieht mir nicht danach aus, als hätte sie noch irgendwas. Oh mein Gott. It's him. That pickup truck. It's here. I'm really scared. Could you please call the police? Ich fahr dem einfach hin rein, warte mal. Das ist nur für dich, fremde Frau. Ah. Noch einmal. Ah. Okay, gut.